Minecraft! Under the Sea! Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft auf Kellerkind.org, wo die absoluten Profis am Werke sind. Denn juhu! Hui, hui, hui. Hast du MK gefragt, ob du seine Bouncy-Blöcke benutzen darfst? Nö. Natürlich darf ich meine Bouncy-Blöcke benutzen. So, wofür wir den ganzen Hokuspokus in der letzten Folge überhaupt gemacht haben, das Leuchtfeuer. Ja. Moment, ich brauche ein Boot. Ich will das. Ich muss rausfinden, was passiert, wenn ich mit dem Boot da drauf fahre. Dann kannst du fahren. Wir haben hier noch, glaube ich, 5 Holz in der Kiste, falls du welches brauchst. Ich bin immer vorbereitet. Tränke hin tun, die ich nicht gebraucht habe. In irgendeine Kiste, das sortieren wir später. Sitze ich jetzt auf MK, kann das sein? Ja. Ah! Und du hast das Spiel verlassen. Wir haben das Spiel gecrashed. Flying is not enabled on this server. Wow. Gut. Ich bin Hacker. Lass das nochmal machen. Okay, ja, Flying is not enabled. Oh, so, das ist ja geil, wir haben den Server geglitscht, das ist ja geil. Nein, du, MK, MK muss einen Schritt weiter nach hinten, damit das Boot direkt auf seinen Rüssel drauf kann. Und ich muss mal von den Monstern weg, weil ansonsten... Ich liebe dieses Geräusch, aber gerade für die Aufnahme war das jetzt nicht so toll. Ja, irgendwann ist es ein bisschen nervig. Die könnten auch ruhig mal schweigend sterben. MK, nicht so weit nach vorne. Ah, vielleicht war es ja noch Ich bin nicht nach vorne. Doch, du bist nach vorne gegangen. Dann werde ich ihn geschützt haben. Nee, genau. Es kann aber sein, dass ich eben nicht mehr gejumpt habe. Ja, ja, bleib einfach stehen. Ah? Das ist ja großartig. Pass auf, der Server bannt dich bei 3-4 Mal. Was? Pass auf, der Server bannt dich vielleicht. Ja, nee, das lassen wir jetzt auch. Aber das ist ja großartig. MK, ich hatte das schon ein paar Mal, wenn ich durch die Landschaft gelaufen bin, hatte ich das schon ein paar Mal von wegen, dass ich rausgeflogen bin, weil Fliegen nicht erlaubt ist, wenn ich irgendwo ungünstig hingeglitscht bin. Aber so konstant kenne ich das auch noch nicht. Das ist ja geil. Ja, ich bin jetzt unter dir, ich bin jetzt mit dem Boot gelaufen, sodass du bei mir auf dem Kopf bleibst. Möchtest du das bitte in einen der 4 mittleren Blöcke auf der obersten Ebene positionieren? Chief? Hä? Egal, wir entzünden von den 4. Wir entzünden das Leuchtfeuer von oder wo seid ihr denn? Warte mal, MK. Wir sind hier hinten. Ah, ich komme. Hättest du es gerne im Loch oder auf Bylon? Auf Eisenblock am besten. Wow. Schnieke. Meine Damen und Herren, ich präsentiere euch Wusch! Seid ihr bereit für den ultimativen Wusch? Aber warum ist 4x4? Kann man nicht setzen in Mitte? Nein! Kommen noch 3 andere dazu später. Ja. Bin begeistert. Sieht man das dann auch über dem Ozean? Davon gehe ich aus. Das muss ja Sky Access haben. Drück drauf. Also. 3, 2, 1. Den Nachbarn heimleuchten! So, damit hast du jetzt volle Effizienz, oder was? Theoretisch ja, praktisch akzeptiert das nicht. Warte. Wieso funktioniert die Scheiße nicht? Woher kenne ich das in den letzten Folgen? Das müsste funktionieren. Ich hab einen vollen Beacon, habe ich doch gebaut. Vielleicht, weil es nicht alles aus dem gleichen Material ist? Das ist Wurst. Wegen der Fackeln vielleicht? Das ist auch Wurst. Ja? MK hat mich weggeschubst. Was? War keine Absicht, sorry. Das sind alles solide Blöcke. Stimmt, das ist kein Effekt aktiv, ja. Sehr merkwürdig. Ach, wartet mal, muss man nicht... Obwohl, nee, er sagt. Er sagt, dass er welche macht. Oder muss man da nicht irgendwas reintun? Ich hole mal kurz meine Behutsamkeitsspitzhacke, weil ich riskiere das nicht mit meinem Glück.
Muss man dann, da muss man doch irgendwas reintun, oder nicht? Denn ja, aber unten... das Problem ist, links die Animation zeigt nicht an, dass das ein 4-Stufen-Beacon ist. Er zeigt nur die erste Stufe an und deswegen ist irgendwas falsch. Habe ich schon. Positioniere nochmal. Da ist mir alles zu hoch. Ich guck Fischen beim Sterben zu. Er zeigt immer noch nicht an. Ein Beacon kann... aus diesen ganzen Blöcken existieren. Ja, sonst wäre er ja auch nicht an. Nee, der Beacon ist an, weil die untere Bodenfläche hier für ihn okay ist. Das ja, aber der hat auch noch die restlichen nicht. Also der erkennt nicht, dass das ein... Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Aber das ist dasselbe Material. Ja, aber stell dir das, dass du vielleicht wirklich unterschiedliche Sorten von Zeug hier drin nein, hast. Nein. Das darf ihn auf keinen Fall stören. Das ist ja so angedacht, dass das so sein soll. Ja, weil aber auch nur die oberste Stufe an ist. Und das ist das mit zwei Dingern drunter. Die mit drei Dingern drunter klappt schon nicht. Wir sind Experten. Ja, wir kennen uns aus. Auf jeden. Deswegen, ich denke... Siehst du, und da fährt er gar nicht an, weil er keine 2 hat. Ja, das dauert eine Sekunde, bis das Ding hochfährt. Ja, nee, macht er nicht. Mag er Lapis nicht? Warte. Ah, ich habe rausgekriegt, warum es nicht funktioniert. Lapis gehört nicht zu den Blöcken, die das Ding akzeptiert. Ah. Merkwürdig eigentlich. Und da ein Großteil von diesen ganzen Blöcken aus Lapis bestand... Ist das klar, dass das nicht klappt? Chief bekommt Schaden. Autsch. Ja, ich dachte, man bekommt keinen Schaden da drin. Jein, man bekommt trotzdem Schaden durch die Dornen. Ah. Du solltest jetzt die restlichen noch töten, Chief, weil die sterben jetzt nicht mehr. Moment, habe ich noch einen regulären Block? Nein, habe ich natürlich nicht. Dann mache ich das Loch jetzt erstmal dazu. So, dann dekonstruieren wir das Ding jetzt mal in ein 4-Stufe-Beacon mit nur einer Säule. Den Rest baue ich hinterher noch drumherum. Was ganz komisch ist, wenn ich hier direkt vor dem Fenster mit den Fischen stehe und mein Inventar aufmache, dann flackert mein Inventar. Weiß irgendeiner, woran das liegt? Nein. Es wäre ja nicht der erste Bug, den wir heute encountern. Das stimmt. Ja, wir müssen einen Bug-Report machen. Vielleicht liegt das daran, weil ich mit einem Boot auf dem Kopf eines Spielers herumfährt, wenn man vom Server geworfen. Bitte beben! Ja, das Spiel dachte, ich fliege und dabei flog ich gar nicht. Das Spiel dachte, ich fliege und daraufhin flog ich. Autsch. Autsch? Ich brauche noch 2 Blöcke, die kann ich mir hier nehmen. Na komm, erkenn die andere Phase. Leuchtturm. So, jetzt solltest du zwar Schaden kriegen, jetzt sollte der aber geheilt werden. Jo, Heilung ist an. Hey! Oh. Ich
Ich glaube, Chief braucht ein besseres Schwert. Also bei mir wird der Schaden, er wird geheilt, aber nicht schnell genug. Okay, warte, das kann man... Ah, die schießen auf mich! Ah. Also du bist nicht immer voll? Nee. Aber mach das Wasser aus, die sollen sich... Ah, das werden ja immer mehr! MK, machst du das Wasser bitte aus? Quietsch, quietsch! Okay, ja, dafür bräuchte ich mehr Beacon. Das ist das Beste, was ich momentan tun kann. Resistenz und Heilung. Das sieht voll lustig aus. Leider! Nee, aber jetzt tut mir mal einen Gefallen. Einer von euch beiden, geht da mal rein und stellt euch auch an das Fenster, ohne zu hauen. Und jetzt drück mal. Jetzt drück mal das Inventar. Flackert das bei dir? Nein. Merk mal, bei mir flackert das. Sind wir eigentlich noch in der Aufnahme? Ja, die ganze Zeit. Oh mein Gott. Wie peinlich. Weil ich will noch ein paar. Ich bin fast auf 30. Gerade mal wieder ein paar Pfeile eingesammelt. Ja, aber... Chief, du darfst weitermachen. Ich kann nicht. Der Platz ist schon besetzt. Achso, MK haut jetzt auch mal drauf. Mhm. Ja, ich will auch mal ein paar Level haben. 17. Bounce, bounce, bounce. Ich weiß nicht, ob ich das in der Folge schon gezeigt habe. Also bei mir reicht es, um voll zu bleiben. Ja, du hast auch eine bessere Rüstung. Er hat ja einen Teil Feuerschutz statt Protection. Dadurch kriegt er mehr Schaden. Ah, okay. Ja, aber siehst du, haben wir da schon rausgekriegt, woran es liegt. Also so mit Protection reicht. Ach ja, ich wollte ja noch in die Wither-Festung. In die Nether-Festung, die wollte ich mir ja nochmal angucken. Ja, das kannst du gerne gleich tun. Andere Richtung. Ich zeige euch jetzt, also den Zuschauern jetzt erstmal die Wasseraufzüge, die uns an die Wasseroberfläche bringen. Die sind klasse, die Dinge. Und damit können wir durch das Wasser durchgucken, während die Fischis langsam in den Tod sinken. Und ihr seht schon, hier ist eins der Projekte, was ich nebenher noch gemacht habe, beziehungsweise angefangen habe, eine Glaswand, um die Farmen drumherum zu positionieren, weil die Viecher hin und wieder rausschwimmen, wegen Tintenfischen und ähnliches. Und das resultiert in einer geringfügig geringeren Effizienz dieser Farm, was aber trotzdem funktioniert. Verdammte Mistviecher, die schwimmen einfach raus vor den sicheren Tod. Was fällt ihnen ein? Wow, ich hab 30 voll. Naja, lassen wir sie despawnen. Du darfst sie. Muss das Wasser aber wieder anmachen. Nee, ich hau jetzt noch die um das und dann guck ich mal, dass ich in der Netherfestung noch irgendwas finde oder so, was ich hauen kann. So, MK, da würde ich aber mit dir mitkommen. Okay, dann können wir zur Netherfestung, habe ich Lust drauf. Das können wir gerne tun, dann hole ich mir aber gerade noch was Neues zu essen. Mag einer von euch Fisch? Ich hab Lachs dabei. Davon haben wir ja auch noch in der Farm ein bisschen was. Jetzt habe ich was rausgenommen, was ich nicht sollte. Das ist halt das Problem, wenn alles nachrutscht. Aber ich dachte, ich hätte mal gelesen, Seidebacher probieren. Ich dachte, ich hätte gelesen, dass Lapis zu den Blöcken gehört, die das Ding verträgt. War es vielleicht vor dem letzten Patch auch. Jetzt kommt einer noch. Okay, dann nehme ich halt den Bogen, wie du meinst. Es ist explizit nur Eisen, Gold, Emerald und Diamond. Wobei ich noch ein paar Smaragde habe im Dorf. Das funktioniert nicht. Oder was willst du hier gerade mit meiner armen Farm machen? Ich glaube, der will nur rumalbern. Ja, dann lass uns in den Nether gehen. Ich baue eine Firewall, ja?
Habe ich es gerade wirklich fertig gebracht? Verdammt, wo tue ich diese Prismarinsplitter hin? Hier. Das ist toll. Hier. Ah, sehr gut, ich danke dir. Die Farm lief halt. Ja, ich glaub's wohl, ich glaub's wohl. Ist auch gut zu wissen, dass man sich hier bedienen kann. Oh, also ja, ohne irgendwelche seltenen Vorräte zu beseitigen. Schweinemann, schade. Schweinemann. Wir sollten Lapis hinzufügen, davon kriegt man in der Welt Tod und Teufel. So, ich hab ne Firewall gebaut. Treffen wir uns im Meter? Bin schon da. In the Nether. Ich will eigentlich auch nur einen Wither-Schädel für meine Trophäensammlung. Interessant, dass mein brennender Pfeil auf der anderen Seite drin steckt. Ja, das kommt halt durch. Du hast echt recht, springe schneller. Macht zwar ein bisschen Seekrankheit, aber damit müssen die Zuschauer klarkommen. Oh. Kannst ja Leertaste gedrückt halten, Gott sei Dank. Oh, angenehm. Und wenn du noch Steuerung gleichzeitig gedrückt hast, sprintest du und springst. Ja, das mache ich ja. Und wenn du auf Eis das machst, bist du noch schneller. Und das Ganze musst du jetzt noch machen, wenn du die Oculus Rift auf der Nase hast. Und vorher ein großes Glas Rum oder ein paar Flaschen Bier. Alternativ trinken. Die Decke nur 2 hoch, dann bist du noch schneller. Jeef, ich würde dir nicht empfehlen, den MK zu machen. Von hier und dort und überall. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Mache nicht den MK. Oh, eine Festdüne. Ach, hier ist er runtergefallen. Ja. Das hast du überlebt? Ja, Federfall. Ich hab auch nur ein Herz verloren, also von daher. Es ist nicht so tief. Respekt. So. Festo. Immer eine gute Suppe. Ah, ich hätte Feuerdingsbums mitnehmen sollen. Ah, egal. Ach was. Solange du nicht in Lava planschen gehst, ist alles in Ordnung. Naja, gegen die Lohn ist das ganz praktisch. Die können dann überhaupt nichts machen. Hi! Ich nehme an, die Truhen habt ihr schon alle aufgemacht. Habt ihr schon die ganze Festung durchsucht? Ich hab den Großteil der Festung durchsucht, ja. Oh, hier ist noch ein Rostharnisch. Ja, das wollte ich nicht haben, deswegen habe ich es drin gelassen. Ja, ist doch egal. Oh, das klang nach Lohn. Und da oben sind mindestens 2 Wither-Skelette, glaube ich. I'm helping. Hey, ich habe einen Schädel gefunden. Alles klar, ich bin fertig hier. Dann seht ihr mal, Zuschauer, wie schnell das bei mir auch ging. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie haben wir hier ganz, ganz krasse Spawnraten für die Sachen. Wenn ich mir überlege, wie lange wir damals in der Welt für den Scheiß gebraucht haben. Oh, guck mal, da ist noch einer. Ja, das stimmt. Nicht. Was nicht? Mit einem Pfeil. Das ist dann nicht mit Plünderung. Keine hohe Chance. Pfeil! Pfeil! Pfeil, Junge! Junge! Machst du das? Ich bin Hawkeye, ja? Der coolste aller Marvel-Helden. Er geht auch mit 10 Pfeilen in den Kampf. Wow! Und tötet 10 Gegner. Ich habe auch angefangen, die Netherfestung ein kleines bisschen zu tunen. Wenn man alleine ist, funktioniert das sogar. Mit euch beiden funktioniert das leider nicht. Kommt ihr gerade mal wieder zu der Leiter? Aber ich wollte mir den Glühstein da unten holen. Dann hol dir den Glühstein da unten. Yay, ich hol mir den Glühstein da unten. Was schießt denn hier? Wie in einem Kindergarten. Wie in einem Kindergarten. Darf ich? Ja, ich hab vorher gefragt. Freu dich doch. Ach so, du bist Jeef. Du bist nicht Speedy. Jetzt bin ich zu dir runtergesprungen. Mann. Nee, ich bin Jeef. Das stimmt. Ah, was will ich denn von dir? Ich weiß es nicht. Erzähl mir davon. Jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Siehst du die große Prismarinsäule? Was? Siehst du die große Säule? Ich sehe da hinten ein blaues Kerlchen rumhüpfen. Dann lauf dem Schlumpf mal hinterher. Ich bin kein Schlumpf. Ich habe auch Schlumpf verstanden. Hallo. Hi. Hier sollte ich vielleicht nicht versuchen rüberzukommen. Hinter dir.
Weil in die Richtung hier habe ich jetzt schon was vorbereitet. Mhm. Aus dem Weg. Lass die Leute mit Pfeil und Bogen schießen, die auch treffen. Gott, was für eine aggressive Arbeitsatmosphäre. I fly with you. Ja, wenn man nur alleine ist. Wenn du ist, uns über die Klippe. Fly Alter! Like an angel. Alter! Oh mein Gott! Bring mich nicht um! Was macht ihr bloß immer? Ich wünschte, ich wäre da, verdammt! Okay. Deswegen will ich Eis im Nether! Boah, ist das geil! Deswegen will ich Eis im Nether! Das ist ja noch viel geiler als mit Eisenbahn! Ja! Und du brauchst nur ein Boot. Und damit kannst du das Spawning hier von der Netherfestung zurücksetzen, weil das über 100 Blöcke sind in die Richtung. Das ist ja geil. Wo seid ihr? Ich will gucken. Folge den Feuerpfeilen. Wo geht's raus? Na, okay, siehst du denn die Prismariensäule? Stimmt, ich sehe sie. Ich muss mich ja nur in... Von hier bin ich nicht gekommen. Also soll ich die komischen Skelette mit Schwert hauen? Mit Schwert, wenn du Plünderung hast, ja. Ich habe keine Plünderung. Dann sollten wir das mal bei dir drauf machen. Nein, ich habe wichtigere Sachen drauf. Hallo. Hey, Chief. Ich zeig dir das jetzt auch nochmal. Wobei du die Technik an sich wahrscheinlich schon kennst. Komm mal mit. Ich komm mal mit. Und danach ist auch, glaube ich, die Folge schon zu Ende, aber trotzdem... Au! Mein Hund! Ach, mein Leben. Bitte einsteigen. Turbo Boost in 3, 2, 1. Uah, wahnsinnige Geschwindigkeit! Interessant, dass der Typ hinten Schaden kriegt, aber ich nicht. Ach, das war ich? Ja, das warst du. Whee! Und damit wäre MK jetzt nicht hier im Gebiet gewesen, hätte man das Spawning zurücksetzen können. Ich jage. Ja, ich sehe hier oben drauf auch einen, den würde ich gerne mal Hallo sagen. Kommst du runter? Wisst ihr noch, wie früher Boote bei allem zerbrochen sind, wenn sie gegen irgendwas gegengeknallt sind? Mittlerweile sind das so ziemlich die stabilsten Scheißdinger auf gut Deutsch. Ja. Sie hatten ja ursprünglich mal Pläne, dass man mit Minenkarren in Lava fahren kann. Das hätte ich cool gefunden. Ja, aber ich würde sagen, wir sind jetzt am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, wir konnten euch ein kleines bisschen unterhalten mit unserem Blödsinn, mit unserer Problemlösung für den Beacon. Ich wusste echt nicht, dass Lapis da nicht reingehört. Egal. Und wir sehen uns dann in einer weiteren Folge demnächst auf Kellerkind.org. Habt eine gute Zeit. Kellerkind.org. Bye, bye. Tschüss.